Wir wollen uns noch mal mit der Situation bei der CDU beschäftigen, und zwar im Gespräch mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten der Union, Wolfgang Bosbach. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo Frau Ohm. Herr Bosbach, erkennen Sie Ihre Partei noch wieder? Ja, die CDU war immer eine fröhlich diskutierende Partei, wenn auch schon einmal in besserer Verfassung als heute. Denn nach dem wirklich katastrophalen Wahlergebnis vom 26. September waren zunächst einmal viele in so einer Art Schockstarre. Und jetzt dominiert der große Wunsch nach einer personellen, aber auch politisch-inhaltlichen Neuaufstellung. Diese personelle wie auch politisch-inhaltliche Neuaufstellung wird sich aber ganz offensichtlich hinziehen. Ist das sinnvoll, dass man das zu so einer Hängepartie macht? Ja, ist die Frage, wie lange dauert die Hängepartie an? Das muss nicht heute und morgen, also nicht in dieser Woche sein, aber auch bitte nicht auf die lange Bank schieben. Da liegt schon sehr viel auf der langen Bank. Also es sollte in den nächsten Monaten passieren, nicht in den nächsten Jahren. Und ich wundere mich im Moment etwas, weil nur das Thema Parteivorsitz oder Parteivorstand ganz oben auf der Tagesordnung steht. Sollte die Union, wenn die Ampel erfolgreich zu Ende verhandelt wird, in der Opposition landen, dann kommt der Rolle des Oppositionsführers eine überragende Bedeutung zu. Denn dann ist der Oppositionsführer, der Fraktionsvorsitzende, das politisch-parlamentarische Gesicht in der Auseinandersetzung Opposition, Regierung. Wer hat das Format dafür bei Ihnen? Auch wir haben ja eine ganze Menge von Talenten. Ich nehme an, jetzt werden so die üblichen Verdächtigen genannt. Nummer eins ist natürlich Ralf Brinkhaus. Er ist der Amtsinhaber und genießt auch weiterhin Rückhalt in der Fraktion. Und ob Friedrich Merz antritt, ist noch völlig offen. Norbert Röttgen, Jens Spahn. Wir sollten es jetzt allerdings unterlassen, von morgens bis abends Namen in den Ring zu werfen. Mein Tipp ist, wer als Erster und am lautesten hier ruft, der wird es nicht. Vielleicht kommen auch noch andere dazu, an die wir heute gar nicht denken. Diese Namen werden ja jetzt eh schon genannt, worüber relativ wenig im Moment gesprochen wird, aber unter Umständen ist das der wichtigere Teil, ist die inhaltliche Neuaufstellung. Sie haben von einer langen Bank gesprochen, gerade in einer Antwort, auf der schon einiges liegt. Was sehen Sie denn da an Inhalten, von denen Sie sagen, das kann weg und das muss da dringend hin? Wir haben uns gerade in der Endphase des Wahlkampfes sehr darauf konzentriert, als Union deutlich zu machen, wogegen wir sind, insbesondere gegen Rot-Rot-Grün. Das hat das Publikum aber sowieso schon vermutet. Wir müssen deutlicher machen, wofür wir sind. Nehmen Sie den Bereich Digitalisierung, setzen wir weiter darauf, der Markt wird es schon richten oder übernimmt die öffentliche Hand, der Staat eigene Anstrengungen, um die Digitalisierung voranzubringen und Funklöcher zu schließen. Hier geht es ja um die Transformation des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Der Klimapolitik, machen wir mehr Schwerpunktgebote oder Verbote oder setzen wir, das muss der Ansatz der Union sein, auf Innovationen, auf moderne grüne Technologien, auch damit wir mal führende Stellung einnehmen oder behalten in diesen Technologien im weltweiten Wettbewerb für ein besseres Klima. Aber Herr Bosbach, das sind alles Punkte, da hatte Ihre Partei 16 Jahre lang Zeit, sogar in Regierungsverantwortung intensiv dran zu arbeiten und Sachen umzusetzen. Ist nicht passiert. Ja, Frau Ohm, das ist ein kleines Missverständnis, wenn Sie sich einmal alleine die Klimapolitik ansehen. Es wird ja immer unterschlagen, was in den letzten Jahren schon alles geschehen ist. Sie können ja mal gerne die Zahl der Windräder bei Ende von Rot-Grün vergleichen mit der Zahl heute. Das sind 30-40% mehr. Wir haben gegenüber dem Ausgangsjahr 1990 ein Wirtschaftswachstum, was 150% höher ist. Gleichzeitig wurde der CO2-Ausstoß um etwa 40% reduziert. Es ist ja nicht so, dass überhaupt nichts geschehen ist. Und Politik ist ein dynamischer Prozess. Sie werden nie sagen können, wenn wir jetzt diese und jene Entscheidungen treffen, dann sind wir fertig, dann kommt auch nichts Neues mehr. Und wenn Sie sich die letzten 16 Jahre Revue passieren lassen, die Bundesregierung war ja in einem permanenten Krisenmodus. Wir sind mal mit über 5 Millionen Arbeitslosen gestartet. Da kam die Wirtschafts- und Finanzkrise, die Flüchtlingskrise. Zum Schluss noch Corona. Wer hätte denn vor 3 Jahren gedacht, dass uns Corona in Atem hält? Herr Bosbach, um damit den Kreis wieder zu schließen, dieses Gesprächs, wir schauen noch mal auf den Zustand Ihrer Partei, wenn es darum geht, auch mal herauszufinden, wo waren die Knackpunkte, wo sind Dinge schiefgelaufen, wer trägt wofür Verantwortung, welche Antworten haben Sie darauf?
wir treten gemeinsam an, wir gewinnen gemeinsam oder wie am 26. September, wir verlieren gemeinsam. Alles nur an der Entscheidung, Armin Laschet festzumachen, das ist mir einfach zu schlicht. Uns hat zum Beispiel ein Narrativ gefehlt. Was war das, was war unsere Erzählung in diesem Wahlkampf zur Beantwortung der Frage, warum die Union wählen und warum nicht die politische Konkurrenz? Bei der SPD war das einfach, egal welches Thema. Irgendwann war es höherer Mindestlohn und Mietendeckel. Bei den Grünen, egal welches Thema, zweiter Satz war Klimapolitik. Das hat bei uns gefehlt, dass wir deutlich gemacht haben, wofür wir stehen und was uns von den anderen Parteien unterscheidet. Ich habe gerade beispielhaft ein paar Punkte angesprochen. Herr Bosbach, ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche Ihnen ein großartiges Wochenende. Alles Gute. Alles Gute vor Ort. Dankeschön.